Hey und willkommen zur 52. Folge von Sims 4 zusammen mit der Palette. Bewerte den Part und viel Spaß. Du wolltest hier schön in die Landschaft gehen, die Welt erkunden und ein letztes Mal Spaß mit deinem Manual haben. Eigentlich mit Jade. Hä? Wo ist denn die? Ich weiß nicht. Kamera. Ah. Hi! Hey. Hallo Schatzi Mausi. Ach, das ist so eine Süße. Ja. Naja, richtig süß ist das. Aber ich schenk dir was. Was denn? Ich werde dir jetzt was Schönes schenken. Pass auf, wir gehen jetzt mal hier weg. Okay. Wie gehe ich hier weg? Hallo? Ach, ganz weg? Ganz weg. Hä? Hilfe! Ja, du kannst doch den Urlaub wahrscheinlich beenden, okay, wenn du so auf die klickst. Sagen wir mal, dass er jetzt nach Hause gehen soll. Nach Hause schicken, da. Ja. Aber das musst du dann nicht nur mit ihm machen. Sabrus! Echt jetzt? Für Manuel zu Ende. Ja, aber... Ja, genau. Jetzt muss ich die alle nach Hause schicken. Ich muss viermal klicken. Das ist ja skandalös. Was ist das denn? Und Maudado bleibt dann da? Scheinbar. Komm, für immer. Ist mir egal. Soll doch ruhig. Ich finde es auch schön, dass wir alles im Wald lassen. Ja, für den nächsten. Stimmt. Oder für unseren nächsten Urlaub. Ja, wenn wir wiederkommen, ist es aber ein bisschen gammelig. Nein, das nicht? Hält sich. Das war ja ein teures Hotel. Zelt, das schimmelt nicht. Nee. Oh, ich habe meine Kekse in dem Zelt vergessen. Okay. Ja, wenn wir jetzt in einem Jahr wiederkommen, weißt du, wie das dann da drin aussieht? Ja, aber Kekse verschimmeln doch nicht. Aber der Schokoladenkuchen. Ja, schon. So, du bezahlst jetzt erstmal schön die Rechnung. Gitter ist egal, wer die bezahlt. Nö. So, und jetzt komm mit mir mit, Palette. Komm mit mir mit ins Abenteuerland. Und zwar, schau mal, was da ist. Alter, ein Wellnesscenter? Willst du ins Restaurant oder ins Wellnesscenter? Ins Wellnesscenter. Okay. Ich möchte ja schön aussehen für Jade. Vor deinem Tod? Nee, noch bin ich nicht tot. Ach doch, so halt. Nein, ich bin noch da. Oh, wenn du jetzt da sterben solltest. Ja. Dann bist du weg von deiner Familie. Du kannst mich doch einfach mitnehmen. Der Tod kommt dann vorbei. Du verführst ihn kurz. Soll ich? Wir haben ja da immer noch unseren kleinen Bonus. Also ich würde es zumindest mal ausprobieren, was dann passiert. Kann ich mir jetzt hier auch eine Massage oder eine schwedische holen? Hä, was machen wir denn da gerade? Mit Eier plaudern. Jetzt stehen wir da rum und ich bin schon wieder weg. Okay, dann nicht. Ich chill. Aber wir können mal Yoga-Unterricht nehmen. Aber ich möchte eine Massage. Ja, ja. Danach. Richtig, richtig schön eingeölt werden. Ja, das könnte ich ja machen. Oh, da! Ja, guck dir, warte mal, da! Der Schlingel! Das Erste, was er macht, holt sich erstmal hier. Eine Massage. Ui. Alter, die lang Aromatherapie. Was ist denn das Teuerste? Steinmassage. Ne? Oh, ja, guck mal, schwedische Massage war voll günstig. So, und du trainierst? Was? Du absolute Maschine. Ja, ich nutze jede Sekunde. Eine Massage erhalten, Aromatherapie, eine schwedische Massage, weil wir haben nicht mehr so viel Geld. Na, einfach, die hatte ich doch schon. Gib mir was Richtiges. Ach so. Ich nippel bald ab. Da kann ich doch, da muss ja, ich doch ein bisschen mehr. Eine Tiefenmassage? So eine Sportmassage. Ja. Von Gina. Nein. Warum denn nicht? Warte mal, wo bin ich denn jetzt? Du bist da in der Sauna. Ich wollte doch eine Massage. Nee, du bist ein bisschen am Entspannen. Oder ist das die Steinmassage? Nee. Ach, da. Ach, da ist er, der alte Fratz. Ach Gott, ey, Rentner unter sich. Hey. Na komm, gehen wir da mal hin. Eine Massage erhalten und eine Steinmassage. Oh, ja. Von Eier. Ach, du schnappst dir wieder die smarte Eier. Ja, ich bin jung. Ja, ja. Ich darf das. Naja, so jung bist du auch nicht. Doch. Jade! Oh nein! Jade wird bald alt! Sie wird zur Rentnerin. Ihr Ende naht. Ihr Ende naht. Jawohl, wenn man überlegt, wie alt du jetzt schon bist. Jo, ich bin 112 oder ich hab, so. Ich hatte einen freien Tag. Och nee! Ja, du warst doch im Urlaub für 2 Tage. Oh ja. Das gefällt dir. Schade, dass ich nicht von unten reingucken kann. Das wär's. Mein glückliches Gesicht. Ja. Oder schmerzverzerrt. Wie krass sie das macht. Oh, ich frage mich, was das für Auswirkungen hat.
dass ich bisschen, ja, ich denke, das wird dann einfach so, dass man ein bisschen entspannt ist. So ein paar Boni. Das war schon. Wow. Ja, das war doch bestimmt eine Stunde in Sims-Zeit. Mal gucken, ob ich jetzt irgendwas. Gucken mal, ob ich irgendwas in der Leiste habe. So wie super entspannt. Da ja. Schön dekoriert, ja, nee. Bereit für den sportlichen Einsatz. Oh, wegen Sportmassage. Ach so. Energiegeladen joggen. Alter, jetzt geht's los. Den. Bist du jetzt. Warte. Beginnt mit Gehirndoping-Yoga-Kurs. Was? Was? Ich will mitmachen. Ja. Ja. Dope mein Gehirn. Komm. Und ich mach mit. Oh ja, komm. Bring mir was bei. Bring mir was richtig Tolles bei. Die ist ganz süß. Machen wir irgendwas? Ich glaube, die könnte dem Aslak gefallen. Also, welchen? Aslak, den Junior. Den mit dem Bart oder den kleinen? Ja, der. Nein, nicht der. Der ist ja voll. Ey! Ich finde zwar nicht gut, was du da anhast, aber trainiere weiter. Das in so einem Yogakurs sowas. Du musst bei der Arbeit. Nein! Aslak! Vor allem, bist du wieder. Sehr unwohl! Gefährlich müde! Ja, klar, weil ich da. Och Mann, ja, ich dachte aber, du wärst jetzt krasser, weil du gerade eine Massage hattest. Du bist komplett fertig mit dem Leben. So wie immer. Ja, stimmt. Wellness Stufe 3? Oh. Das heißt, ich kann dich jetzt auch zu Hause massieren. Also noch krasser als vorher. Hä? Was? Oh nein. Du hast gar keine bekommen, jetzt will er zur Arbeit gehen. Ach so. Okay, dann geht's zur Arbeit, ja gut. Ich finde das unfassbar. Wie respektlos du einfach bist. Ich kauf dir einen Wellness-Tag und du gehst einfach zur Arbeit. Ja, ich muss doch auch arbeiten. Weißt du, kein Wunder, dass unsere Beziehung so gekippt wurde. Okay, du bist arbeiten. Dein Kind spielt rum. Und ich? Warte, ich hatte doch was vor. Ah ja. Ich hatte doch was vor. Oh, ich hab's bald. 25.000. Alter. Was bin ich für eine Machone? Ja, dann würde ich sagen, stelle ich mal einen ultimativen Vampir-Heiltrank her. Ich finde mein Kind immer noch so merkwürdig. Dein Kind ist wirklich Wieso süß. Was ist das denn? Aber was ist denn Zerstörung? Da guck ihn dir doch an, der kleine Fratz. Hey, der ist niedlich. Das ist die perfekte Wiedergeburt. Ja, aber deine Tochter ist doch auch. Was macht ihr da? Weiß nicht. Coole Party auf Toilette. Weil wir alle campen waren und ihr nicht auf Toilette konnten. Was machst du da? Ach, mit seinen Pferden. Ja, und sein Cowboy-Hüten. Richtiger Cowboy. Ja. Ja, aber warum habt ihr ein Familientreffen auf der Toilette? Was? Jetzt geht sie. Hä? Ja, damit sie vielleicht in Ruhe Pipi machen kann. Ich begreife nicht, was da abgeht. Willst und dann geht sie weg. Ja, okay, jetzt geht's. Du bist immer noch auf der Arbeit. Wie verantwortungsbewusst deine Tochter ist. Die putzt gerade, dein Kind läuft rum, nice. Ja, und macht Müll. Das macht er doch eh immer. So kennt man ihn doch. Die Versuchung. Es macht Spaß, Berühmtheit zu erlangen. Es hat aber auch seine Nachteile. Zum Beispiel, wenn ein Kontrahent Aslak besticht, damit er absichtlich verliert. Also bei dir scheinbar. Es fällt schwer, sich nicht wenigstens ein bisschen geehrt zu fühlen. Nee, Bestechung ablehnen, das waren $300. Okay. Ach so, das, ach ja. Den Wettkampf für sich zu entscheiden und sich für das nächste Turnier zu, ja, war positiv. Das ist doch schön, da hast du noch ein bisschen Erfolg in deinem Job. Ja. Du hast einfach, Mann, noch ein oder zwei Arbeitstage, Sekunde, fleißig arbeiten. Ja, jetzt geht die Party ab bei dir. Oh, guck mal, Jade hat da richtig, stimmt, Jade muss vielleicht ein bisschen mehr Sport machen. Warum? Damit sie mal wieder ein bisschen fitter wird. Nicht vielleicht an dem PC ein bisschen Tetris spielen? Kann sie auch machen. Sie kann gerne beides machen. Aber Jade war ja früher, bevor du sie verwandelt hast, ja schon immer sehr, sehr sportlich. Naja. Vielleicht vermisst sie das. Naja. Doch, Jade hatte immer eine Bombenfigur. Doch. Sie ist was war da? Geil. Magia. Was? Hat sich das zurückgesetzt? Nee, aber Fitnessstufe 2 nur? Ja, sie war doch ständig Sport machen. Oh nein. Oh, das ist. Den Kopf gestoßen. Ja, ja. Ich höre jemanden. Oh nein. Was? Wer schämt sich im. Och nein, der andere. Im Schrank weinen. Och nein. Warum denn? Keine Ahnung. Oh, ist egal, dann. Oh, er ist fertig.
So, dann geh mal hier hin und mach dein... Ja, wieder was Teures. Ich verkauf Zerstörung. Oh. Hä, warum? Leg dich doch richtig hin. Oh. Macht das jetzt? Warum ist der denn traurig? Weiß nicht. Ich glaube, sie... Er stinkt. Nee, sie, ne, er. Daran erkennt man, dass du dein Kind noch nie gewechselt hast, die Winnen gewechselt hast. Doch. Ständig. Da, guck. Oh, da bist du, ja. Boah, du nasser Sack. Ein Quell von Lebensfreude. Der hier kommt jetzt erstmal da hoch, genau. Dazu ist mir noch aufgefallen, dass die Fenster schräg sind. Das ist essentiell wichtig. Oh, danke. Oh, jetzt geht's mir gut. Oh, ich hab Durst. Hallo? Ah, da. Ja, ja. Wer bist du denn? Hä? Kennen wir den? Hakim al-Habib. Hakim? Was ist denn mal? Oh, er schläft immer noch. Er ist ein Vampir! Krass. Da, der Nächste. Du auch? Ey. Oh, ach, komm. Überall Vampire, hä? Was ist denn passiert? Das war bestimmt Caleb, der die alle verwandelt hat. Ja, er will sie befehligen, um in den Krieg zu ziehen gegen Schlengyul. Ja, viel, viel Glück. Und morgen. Was ist denn eigentlich mit ihrem Alter? Yo! Hier, sie kann Geburtstag... sie wird sich ja irgendwann eigenständig formen. Nee. Sie backt sich jetzt den eigenen Kuchen und wird einfach alt. Ja, aber gib mir das in so einer coolen Farbe. Nee, pack das doch bei dir da oben hin. Oder ja, aber hier ist das Kinderzimmer. Wir brauchen nicht zwei Schreibtische. Auf keinen Fall. Jetzt ist da ein bisschen Platz. Dann kann man da eine kleine Chiller-Ecke rausmachen. Sorry, Kind. Jetzt schwebt es. Nee, jetzt sind wir. Alles gut. Ey, der steht ja von dem Weg. So. Sag mal, willst du mich eigentlich... Da sind wahrscheinlich wieder Sachen an der Wand im Weg. Was ist das denn? Ich habe die Betten jetzt auch nur so gestellt, damit wir die einfach anklicken können. Ich hätte die natürlich auch da nach links schieben können. Ja, klar. Okay. Jetzt reicht's. Hä? Du Scheißspiel. Ey. Was ist denn? Wegen dem Fenster? Ich pack das Fenster gleich raus. Hä? Und das... Alles klar. Ich bin echt begeistert. Oh. Kann das da nicht an die Wand? Ja. Aslak ist sehr hungrig. Ja? Ja. Gleich. Warte, bleib. Hallo? Was macht sie? Das ist das erste Mal, dass ich sehe, dass er nicht in den Kühlschrank gepackt wird. Stimmt. Und Geburtstagskerzen. Komm. Ich bin gespannt. Yeah. Oh, und jetzt. Kerzen auspusten. Jade, werde alt. Ja. Obwohl sie hätte noch mal verwandle vorher Sport machen sollen. Dich. Jade. Sieht trotzdem noch gut aus. Naja. Oh. Okay. Dann bewerte mal den Part, schaut in die Videobeschreibung, da sind wir beide verlinkt. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge morgen wieder. Tschüss, bis dann, Leute.